Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Heute ist mal wieder ein Gameboy Classic Spiel an und ihr seht es ja schon selbst auf dem Bildschirm und auf dem Cover, was über mir eingeblendet ist. So. Wir spielen Cool World. Ich habe wieder bei Game FAQ etwas rumgestöbert und das war unter den schlechtesten Gameboy Spielen aller Zeiten dabei. Ja, eine liebreizende Dame begrüßt uns. Also schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Wie es aussieht, scheint es auf einem Zeichentrickfilm zu basieren. Keine Ahnung, ich kenne ihn leider nicht, aber Paramount Pictures wurde schon eingeblendet. Ich denke mal, da wird es irgendeine Verbindung gegeben haben. Neben dem Gameboy scheinen auch andere Systeme auch bedient worden zu sein, wie zum Beispiel der Super Nintendo, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber schauen wir mal rein, warum das so einen schlechten Ruf hat, würde ich sagen, oder? Also, die Dame von der Grafik her war schon gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal. Okay. Ja. Man spawnt und kriegt gleich Schaden rein. Okay, also wir sind das Männchen hier. Sind natürlich sehr grob pixelig. Also wir können mit B springen, mit A können wir hier so schießen. Und schon tot, okay. Was sollen eigentlich diese Bälle hier, die überall rumfliegen? Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Schon wieder tot. Kann ich nach oben schießen? Natürlich nicht. Ducken schießen, das geht. Wie soll ich den denn vernünftig treffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Was ist das hier? Okay, wenn ich eine Decke dotze, dann geht's dauernd. Da-don, okay. Ja, was soll ich jetzt mit diesen dunklen Bällen hier machen? Also ich schieße jetzt einfach mal auf alles, was sich bewegt. Grafik ist natürlich sehr krümelig. Okay, jetzt hört das Ding mir auf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Schon wieder tot. Okay, das sind Zacken. Da auf jeden Fall nicht rauf. Muss ich hier irgendwie in den Levels alle Gegner erledigen oder... Ich bin etwas verwirrt. Was ist das? Ein Snackautomat? Okay, also das Level scheint schon mal relativ begrenzt zu sein. Okay, da bin ich jetzt drüber gesprungen. Jetzt... Warum flackert das jetzt? Was? Was zum Teufel muss man hier machen? You blew it, Boss. Also wir haben es verhauen. Warum auch immer. Game over? Jetzt schon keine Continues? Also... Warum nicht einfach einen ganz normalen Plattformer machen mit einer schönen Comic-Grafik, hä? Du hast Lizenzverwurstung. Warum nicht? Okay. Gucken wir mal. Ich habe halt keine Ahnung. Die werden zu diesen dunklen Bällen. Und was soll dieses schwarze Loch hier? Okay, gehen die da in dieses schwarze Loch rein, oder... Das saugt irgendwie alles an. Ist wieder tot. Ah, wenn ich beide Knöpfe auf einmal drücke, dann habe ich hier diesen Beamstrahl. Hüpf aber auch dauernd. Das ist ja von der Steuerung her super. Also es gibt anscheinend auch hier auch so einen Beamstrahl. Zack, zack, zack. Diese Bälle kapiere ich irgendwie nicht. Warum werden die zu dunklen Bällen? Und warum sterbe ich ständig? Also, gut. Das Sterben, das lässt sich vielleicht durch meine Inkompetenz durchaus erklären, aber was muss ich hier machen? Und wieso hier? Das sieht aus wie ein Gegner, oder? Was soll das sein? Okay, es spawnen anscheinend immer wieder Gegner. Okay, das ist ein... Das führt denn zum Bösen? Hä? Okay, also die Gegner, die werden zuerst zu den schwarzen Kugeln und dann werden sie zu den bösen rumfliegenden Kugeln. Und dann kann ich es erledigen. Puh.
einleuchten, würde ich sagen, oder? Also immerhin die Steuerung, die ist relativ flüssig. Die geht einigermaßen von der Hand, ne? Sind das hier irgendwie Tore? Oh, jetzt fängt es wieder an. Ey, ich habe echt keine Ahnung, was wir hier machen. Wahrscheinlich hier irgendwie die schwarze Loch füttern oder keine Ahnung was. Leute, also... Wenn wenigstens am Level Anfang eine kurze Erklärung gebe von wegen töte alle Gegner oder irgendwie sowas, aber... Und es ist sauschwer auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was ich besser machen kann. Okay, versuchen wir es noch einmal. Oder sonst wird das eine relativ kurze Folge, würde ich sagen. Hier in den linken Bereich hier, da war ich ja noch nicht so stark unterwegs. Hier, komm. Zack. Na? Na? Ne, es fliegt da nicht hoch. Ah, das ist auch, wenn ich es gedrückt halte, den Feuerknopf, dann kommt dieser Strahl. Ah, muss ich vielleicht zuerst und dann... Ich muss die zuerst quasi erschießen und dann muss ich diesen, mit diesem Traktorstrahl die einsammeln, so Ghostbusters-mäßig oder so, keine Ahnung. Dann kriege ich Punkte, gut. Haben wir das. Das haben wir jetzt immerhin, okay. Muss ich jetzt irgendeine bestimmte Punktzahl erreichen? Gut, und dann macht es sogar Sinn... So gesehen, dass die dann quasi zu den bösen Kugeln wären. Na? Gott, da war jetzt das Hindernis da. Ja, mein Gott, ey. So. Ja, gut, also ich sammle die jetzt alle ein. Ey, das ist so schwer. Also, weil es halt einfach so unübersichtlich ist, weil ihr seht es ja selbst von der Optik her. Das ist alles so krümelig und klein. Da verliert man echt schnell die Übersicht, habe ich das Gefühl. Hm? Muss ich da irgendwie hochkommen? Zack. Also krieg 10 Punkte fürs Abknallen und dann noch 20 fürs Einsammeln. Ja, ich weiß immer noch nicht, was dieser schwebende Snackautomat da oben soll. Oder was die Dinger hier sollen. Muss ich die... Oder was dieses... Was ist das? Muss ich es einsammeln? Nee. Aber immerhin scheine ich jetzt keine Zeitprobleme zu bekommen, ne? Warum auch immer. Oh, und dieser Sound, wenn man eine Decke springt, da geht mir jetzt schon enorm auf den Keks, muss ich sagen. Ich versuche jetzt mal einfach, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu diesem Snackautomaten muss. Was ist das denn hier? Ah, da ist, nein, jetzt geht wieder die Zeit weg. Nein, ich gehe zum Snackautomaten, keine Angst. Hier, Snackautomat. Okay, das war der anscheinend nicht. Also ich finde, wenn Spiele, die so relativ einfach gestrickt sind wie das hier, nicht intuitiv sofort zu verstehen sind, dann sind die auch nichts. Ja, ich kann auch nichts mehr machen. Oh, Gegner sind weg. Echt? Keine Ahnung. Und vor allem unten links haben wir ja hier die Zeit. 126 oder was das ist, ne? Da habe ich doch eigentlich noch genug Zeit. Warum geht das hier so randommäßig zu Ende? Gefühlt mal früher, mal später. Aber ich habe jetzt auch keinen Gegner mehr gesehen. Und Ausgang sowieso nicht. Also Leute. Also das Spiel ist wirklich nicht gut. Der Bildschirm ist viel zu krümelig. Ich spiele das ja jetzt auf einem Emulator. Da mag es ja einigermaßen übersichtlich sein. Aber stellt euch das mal auf den kleinen Gameboy-Bildschirm vor. Ich glaube, da wird man nicht glücklich mit. Absolut nicht. Ja, und das Spielprinzip ist undurchsichtig. Ich meine, die Steuerung geht in Ordnung, aber es ist irgendwie sehr schwer, weil sehr viel Krümeliges los ist und man da nicht so wirklich gut ausweichen kann.
Aber naja, gut, mit der Dame beenden wir das Ganze auch mal. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt noch einen Versuch zu starten, ehrlich gesagt. Also, ich würde euch das Spiel wirklich nicht empfehlen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wirklich nicht wert ist, da die Zeit reinzustecken. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.